Ja, also wir haben eine Hündin, die hin und wieder mal schnappt, weil sie so eine ängstliche aus dem Tierheim ist. Und wir haben verschiedene Maulkörbe probiert. Keiner hat wirklich gepasst. Und so sind wir dann auf Pumas gestoßen. Was noch zusätzlich ein positiver Effekt ist, ist diese farbenfrohen Maulkörbe. Die lassen einen Hund dann mit einem Maulkorb nicht wieder so gefährlich ausschauen. Das war halt mit auch ein Grund, auf Pumas Maulkörbe zurückzugreifen.